Ja, und hallo zusammen. Montagmorgen, ich bin wieder im Studio hier. Nachmittag geht's wieder los mit Unterrichten. Ja, jetzt heute ging auch noch meine neue Komposition online, überall auf allen Streaming-Plattformen wie zum Beispiel Apple Music oder Spotify. Das Musikvideo ging online auf YouTube und auf meiner Facebook-Page. Das habe ich jetzt gerade eben hier noch hochgeladen. Das wird gerade noch berechnet und müsste dann gleich online gehen. Ich werde jetzt dann noch ein bisschen was üben und dann geht's los mit dem Unterrichten. Wieder hier online aus meinem Studio mit dem Multicam-Setup, mit dem ATEM Mini und den zwei Audio-Interfaces. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ja, und hallo zusammen, jetzt hier am Dienstag. Heute Vormittag habe ich vor allem hier im Studio Büroarbeit erledigt und auch wieder an neuen Videos geschnitten. Jetzt werde ich gleich hier dann noch ein bisschen improvisieren und was üben. Und dann geht's wieder los mit dem Unterrichten den ganzen Tag. Wir sehen uns dann gleich morgen wieder. Thank you.
Okay, gut. Genug improvisiert. Jetzt gehe ich noch ein paar Übungen durch, ein paar technische Übungen. Und zwar habe ich mir jetzt für heute vier Stimmen Dreiklänge vorgenommen in beiden Händen. Ich fange mit C-Dur an. Gehe dann nach C-Moll. Dann nach C vermindert. Dann dasselbe in Halbton höher. Des-Dur, Des-Moll und Des-Vermindert und so weiter, bis ich durch alle Tonarten durch bin. Das Ganze natürlich dann mit einem Metronom. Okay, alles klar. Einmal durch alle Tonarten bei recht moderatem Tempo. Jetzt werden wir das Ganze noch ein bisschen schneller angehen. Alles klar, gut, jetzt gehe ich wieder runter auf 150 BPM und mache das Ganze jetzt in triolischen Achteln. Gerade eben waren es ja einfach ganz normale Achtel, also zwei Anschläge pro Klick. Jetzt sind es dann drei Anschläge pro Klick bei 150 BPM. Ja, und hallo zusammen. Neuer Tag. Jetzt habe ich heute Vormittag hier schon unterrichtet. Und jetzt nutze ich die Zeit noch zum Üben. Danach geht es dann wieder mit dem Unterrichten weiter. Gestern hatte ich ja diese Exercise mit den gebrochenen Dreiklängen. Also quasi immer so. Durch die Inversions und dann natürlich durch alle Tonarten. Das mache ich jetzt heute noch einmal, aber werde es auch versuchen zu erweitern und zwar um die siebenstufigen Skalen, also um die Tonleitern Dur und Moll. Also stelle ich mir so vor, dass ich praktisch den, zum Beispiel jetzt hier am Beispiel C-Dur, den C-Dur-Dreiklang hoch arpeggiere. Und dann hier oben an der Spitze dann die Tonleiter abwärts spielen, dann wieder aufwärts und so weiter. Mal sehen. Das probiere ich jetzt aus. Thank you.
Ja, und guten Abend. Fertig mit dem Unterrichten. Heute Vormittag habe ich auch noch ein neues Making-of aufgenommen zu meinem neuen Stück Medieval. Habe ich euch oben verlinkt. Ich hoffe, dass es dann vor diesem Vlog online geht. Ja, für heute bin ich fertig. Vielleicht dann nachher noch ein bisschen schneiden. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Ja, und hallo zusammen. Freitagabend, fertig mit dem Unterrichten. Morgen ist dann Feiertag, da habe ich dann keine Schüler. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin ein schönes Wochenende und bis nächste Woche.